Okay, jetzt können wir hoch und dann diesen Bogen nach links gehen. Zing, zing, zing. Oh. Mhm. 34.000. Sehr schön. Das wäre allein schon 5-mal Angriffskraft oder so. Also nicht, dass ich es holen würde oder so. Ne? Ja. Man könnte ja. Wahrscheinlich mache ich es trotzdem. Es ist halt mit das Wichtigste, Gegner one-hitten zu können. Ching. Und es war keine Verbindung nach oben links. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt entweder zurücklaufen oder benutzen den Teleporter unten. Aber ich denke mal, ich laufe einfach. Hier ist falsch. Ja, ich laufe die ganze Strecke. Und dann machen wir einfach die Hölle jetzt zu Ende. Weil das müssten nur noch die Räume sein, die ich am Anfang übersprungen habe. Also, wir müssen hoch. Hoch, hoch, hoch. Denn ist da rechts schon mal der erste Raum. Hier. Wo tierisch langsames Feuer ist. Huli Chestplate. Huli hat Mana-Entzug gemacht, ne? Also für uns nicht so wirklich interessant. Außer wir spielen halt Assassinen oder sonst irgendwas. Oh. Zing, zing. Kannst mich mal. So. Ah, Lebenspunkte sind langsam ein wenig angeschlagen. Oh, vor allem wenn ich in Gegner reinlaufe. Oh. Das war nicht nett. Einfach so von deinem Posten runterspringen. So, so. Rechts ist noch ein Raum. Oh, das ist der Bossraum. Oh. Na, 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 na. So, kommt her. Ja, das ist die beste Waffe gegen Eis, ernsthaft. Ich hätte ja vorher immer gesagt, ja, man muss dann schön weit weglaufen und was weiß ich und was weiß ich. Einfach Paladin spielen und alles an Schaden blocken können. Klein bisschen unfair, aber hey. Royal Sword. Ich denke nicht, dass es mit unserem Schwert mithalten kann. Wir müssen nach oben links und dann sind wir schon fast durch. Sehr schön. Also eigentlich wollte ich ja die erste Etage zuerst machen und so, aber dann halt die Hölle zuerst, ist auch okay. Oh. Zing. Du bist echt, 40.000. Sehr, sehr schön. Was war der letzte Rekord dann so? Ich glaube 81.000, ne? Als wir die beiden Bosse umgebracht haben. Ja, mal gucken, ob wir das geknackt bekommen. Kablub. Kablub. So. Lebenspunkte Krebs sind immer noch bei 500 rum. Oh. Kaputt. Über 500. Ich würde gerne mal wieder auf Max kommen. Es muss gar nicht auf Max bleiben, aber nur mal so zwischendurch wieder drauf kommen, wäre schön. Müsste schließlich noch ganz viel machen und so. Oh. Okay. Ah. Ja, nee, dich müssen wir gar nicht töten. Auch wenn du Gold gibst und Lebenspunkte und so. Nee, hier können wir weg. Und damit sind wir durch mit der Hölle. Sauber. Also, jetzt zurück zu Ebene 1. Dann Ebene 1 abschließen. Ich nehme mit. Ebene 1 abschließen. Dann den Wald, dann Maya und dann hätten wir eigentlich unsere Bedingungen erfüllt für das, was er machen müsste, um in den nächsten Modus zu wechseln.
ich bin nicht so wirklich zuversichtlich, dass wir jetzt in dem nächsten Modus schon so gut klarkommen würden. Also, nee. Vielleicht, wenn wir es mit einem Spelunky einmal durchschaffen? Ja, das wäre wahrscheinlich Overkill. Das war gerade Glück. Oh, Hühnchen. Und hey, wir haben volle Lebenspunkte. Sehr schön. Einfach nur meckern. Was anderes will das Spiel gar nicht von uns. Kein Springen. Nö. Kein Springen bringt nichts. Zip. Oben und rechts. Gehen wir doch erstmal rechts. Und weichen dem Erschießungskommando aus. Und laufen in das nächste Erschießungskommando rein. Weit so gut. Quatsch. Ah, und hier unten wird eine Sackgasse sein. Boschel, Boschel. Mhm. Da ist eine Kiste. Die Magier sind hier irgendwie nicht so wirklich darauf bedacht, wirklich zu zaubern, ne? Oh. Stehen einfach nur unten rum und lassen sich verprügeln. Hm, na gut. Ah, gleich 50.000. Zink, 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 zink. Ah, das haben wir hier. Okay. Kaching, kaching. Und 50.000 geknackt. Sehr schön. Und das ganz ohne Boss töten und so. Was ja bei den Barbaren letztes Mal auf die 81.000 gebracht hatte. Jeder Boss bringt dir ja so 13.000 bis 15.000. Ting. Sehr schön. Erstmal rechts gucken. Das ist bestimmt der Übergang zum Wald demnächst. Kaputt. Jo, den lassen wir erstmal in Ruhe. Pot, pot. Ach, du bist der Gigantosaurus Rex Schleimdingens. Wie auch immer du wirklich heißt. Au. Mhm. Au. Das ist sehr viel Feuer und sehr viele Stacheln. Nicht um eine Kombination, die ich gerne mag. So, das Ganze gibt nicht mal eine Kiste. Das ist doch doof. So, und was mache ich im Wald? Fällt mir gerade auf. Wir sollten ja eigentlich gleich raus. Nur noch ganz kurz ein bisschen töten zur Abwechslung. Und mutwillig zerstören zur Abwechslung. Also, in anderer Umgebung mutwillig zerstören. Zur Abwechslung. So, und weg hier. Also, wir haben zweimal den Zugang zum Wald. Warte mal. Jo. Kaputt. So. Doofer unsterblicher Minischleim. Ja, komm raus hier. Ein Gebiet nach dem anderen, Georgon. Ein Gebiet nach dem anderen. Das heißt, wir müssen jetzt oben gucken. Hinter dir. Drei Schläge. Ist echt nicht schön. Muss ich wohl doch alles wieder in Angriffskraft stecken. Schwing. Lebenspunkte sind voll. Sogar mehr als voll. Ach ja, das Leben ist schön. Wobei es ja wieder schon fast zu einfach wird langsam. Vielleicht sollte ich doch, wenn ich das jetzt schaffe mit dem Paladin oder Barbar, einmal alles zu clearen, wirklich wechseln in den New Game Plus Plus. Dann hätten wir eine richtig knackige Herausforderung. Und ich denke mal, mit der jetzigen Ausrüstung dürften wir schon mal mehr als 6 Gegner schaffen. Hm. Weiß nicht.
Also fassen wir mal kurz zusammen, was wir jetzt schon mehr haben, als wir hatten, als wir aufgehört haben mit dem ersten Versuch. Also wir hatten das Schwert hier zum Beispiel nicht. Wir hatten die Slayer-Sachen nicht. Bist du eine Axt? Nein. Wir hatten die Slayer-Sachen nicht, obwohl die Slayer-Sachen nicht so toll sind. Ich hatte nicht so wirklich die Spezialfähigkeiten benutzt, was jetzt schon mal ein guter Bonus ist. Sonst? Also 218 an Level kommt mir bekannt vor. Ich glaube, so viel hatten wir auch im New Game Plus Plus. Komm, stirb einfach. So. Also ich glaube, so viel hatten wir auch im letzten Versuch vom New Game Plus Plus. Das heißt, wir sollten wirklich noch ein, zwei Dutzend Level mehr haben. Au. Oh, das kriegen wir hin. Jedes Upgrade, das wir kaufen, bringt ja Level. Und allein nach dem Level Leben hier werden wir uns ordentlich welche kaufen können. Au. Ting, ting. Stirb. Ich will deine Füße töten. Ah. Was zur Hölle mache ich im Maya-Turm? Du wirst unterbewusst sein. So, weg hier. Falscher Raum. Weg, 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 weg. Was passiert, wenn ich anfange zu reden? Dann macht mein Unterbewusstsein einfach das, was ich eigentlich machen will. Wir wollten aber den Einerbereich klären. Und da fehlt noch ein Raum da ganz hinten in der Ecke. Das heißt, wir laufen jetzt ganz zurück. Nur der Vollständigkeit halber. Und machen den Raum. Gehen sogar durch den Stachelraum zurück. Das will was heißen. So. Nope. Ja. Kaputt. Okay, es sind ein paar mehr als ein Raum gewesen. Ist definitiv mehr. Ding. Schubst mich ja noch zurück. Au. Dover. Pusche. Pusche. So. Danke fürs Hühnchen. Okay. So. Ich glaube, da war noch eine Abzweigung rechts gewesen. Au. So, ja, eine Abzweigung ist da noch. Also schnell dahin. Und dann können wir entweder im Wald oder im Maya-Bereich uns austoben. Bin ja fast für den Wald, der ist irgendwie interessanter. Oh. So. Und hey, lang nicht gesehen, Jungs. Jo. Du kannst mir gar nichts mehr. Ich bin ein Paladin. Ich bin unsterblich. Ich habe meine Panikblase. Oh. So. Jo. Total easy mit dem Schild. Katsching. Das heilige Schwert. Na gut, das ganze Huli-Equipment gucken wir uns gleich mal an. Ob das wirklich das macht, was ich denke, dass es macht. Also einfach nur Mana-Einzug. So. Erste Etage, offiziell clear. Das heißt, wir gehen jetzt entweder in den Maya-Bereich oder in den Wald. Je nachdem, was zuerst kommt. Da. Zuerst kommt der Teleporter und dann können wir uns aussuchen, wo wir hingehen. Dann wird es der Wald sein. Schwing. Wir würden gerne in den Wald. Mhm. So, Statuen brauchen wir alle nicht. Wir sind im Bar. Kaputt, putt, putt. Oh. Wow, wow. Hm, ganz schön viele Gegner hier. Oh, kann ich dich runterschubsen? Hihihi. Ja, Paladine dürfen auch kindisch sein.
Oh,